Hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie aus Ungarn. Und wir sind heute Abend, es ist nämlich schon kurz vor 18 Uhr, da ist ein Kasper, in Balatonlel. Das ist nur ungefähr 10 Minuten von unserem Campingplatz entfernt. Und da ist ein Freizeitpark, ein Vergnügungspark. Nicht allzu groß, aber der größte am Balaton. Da zahlt man nur einmal Eintritt und dann kann man alles so oft fahren, wie man will. Und die Schlange ist schon ziemlich lang, obwohl wir sechs, sieben Minuten früher hier gewesen sind. Und wir stehen da vorne irgendwo und müssen jetzt warten, ne Spatzi, dass wir da reingehen können. Bewirfst du Papa mit Steine? Okay, also, Spatzi wird dann mal ins Auto gesperrt, der muss auf uns warten, der kommt nicht mit. Da. Du wirfst damit Steine auf Papa. So, wir sind drin angekommen. Ja, Eintrittspreis kann man ganz grob sagen, ungefähr ein Zehner pro Person. Erwachsene sind ein kleines bisschen teurer als Kinder, was ich wiederum nicht verstehe, weil wir eigentlich hier am wenigsten nutzen werden. Aber ja, ungefähr 10 Euro. Also das waren jetzt 20.400 Forint insgesamt für Familienkarte, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Aber dann haben wir noch mal einen Erwachsenen mehr, weil ab über 12 Jahre ist noch mal ein Erwachsener und noch mal ein Kind dazu. Aber das ist okay. Dafür kann man jetzt bis auf ein paar wenige Kleinigkeiten auch alles nutzen hier. So, das gucken wir uns mal ein bisschen um und dann dürfen die Kinder hier richtig loslegen. So, die ersten Runden mit den Fahrgeschäften haben wir hinter uns und jetzt brauchen wir erstmal eine Stärkung und danach werden wir noch mal richtig loslegen hier. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Hier ist immer von 18 Uhr bis 23 Uhr geöffnet und jetzt haben wir, glaube ich, gerade mal eine Stunde rum. Also wir können noch ein bisschen was machen hier, aber erstmal müssen wir essen und Levi reden lassen. Was denn? Das da hinten, ja, das ist ein Kettenkarussell. Willst du da auch rein? Ja, aber ich darf nicht. So, wir sind gestärkt und jetzt geht's weiter. Und Lian will natürlich was machen? Autoscooter. Na klar, was denn sonst? Understand that we get one chance, yeah.
So, er will mit mir wirklich Breakdancer fahren. Ja. Und er will die Arme hoch machen. Ich lasse es. Und dann kommt mein Finger von der Seite. So, 2,5 Stunden sind jetzt fast rum und 2,5 Stunden haben wir noch vor uns, wenn wir bis zum Schluss bleiben. Und wie findest du es? Ich finde es schön. Klein, aber fein. Aber was heißt klein, ist er auch nicht. Ja, also für unsere Verhältnisse, wie wir es kennen, ist es relativ klein. Ja. Da ist ja also jeder Jahrmarkt größer. Mir gefällt an sich eigentlich fast alles, außer die Dingsbahnen hier. Ach hier, die Speedy Gonzales, die wir ganz am Anfang gefahren sind, nie wieder. Welche Speedbahn? Will ich auch nichts zu sagen. Welche Speedbahn? Ja, da warst du doch gar nicht mit. Also, du warst ja mit drin. Du warst ja mit drin, ja. Ganz am Anfang, die Speedy Gonzales. Die schnelle. Was so gerubbelt hat. Burro. So, aber ja, ansonsten, die haben hier 4 Autoscooter mit insgesamt fast 100 Autos. Ganz viele kleine Karussells für die ganz Kleinen und dann das Schwanenflugteil und kleines und großes Kettenkarussell und Breakdancer und... Ich weiß gar nicht, wie heißen die Raupe? Nee, heißt nicht Raupe, sondern das... Da hinten dieser Polyp, das ist ja. Diese Krake, so ein Krake, Polyp. Genau, Krake. Da war ich ja auch mit den Jungs drin. Genau. Und so, ja, Futterbuden und sowas und das Ganze für einen 10er pro Person, kann man grob sagen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Ja, absolut. Und ja, hau ab. Er will schon wieder Autoscooter fahren. Das. Vor allem jetzt im Dunkeln ist es am schönsten eigentlich, ne? Ja, aber die bunten Lichter, ne? Das macht Stimmung. Ja. Aber ich glaube, hier wird einer müde. Ja, so ein bisschen, ne? Bist du müde? Ist ja auch ein langer Tag. Nee, nee. Ich will hier hin. Ah, du willst da hin, ja. Er wartet auf das Motorrad, ja. Ich guck dann nochmal, wo die anderen Jungs sind, ne? Und dann treffen wir uns irgendwo wieder. So groß ist es hier. Nee, nee, nee. Nein? Nicht wieder treffen? Nee, dann tschüss, dann treffen wir uns nicht wieder. So, und ich bin jetzt Lian hinterher und werde ihn jagen. Aber ich habe einen Oldtimer erwischt. Mal gucken, ob ich überhaupt fahren kann. Papa, wo ist Mom, Lian und Janek und Mami? Keine Ahnung, wo die sind. Die sind hier irgendwo verstreut und fahren ständig irgendwelche tollen Sachen. Und die verstecken sich hier irgendwo. Meinst du, die verstecken sich? Ja. Ich glaube nicht. Ich fahre jetzt mit das wieder. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile fast alles gezeigt, was es hier so gibt. Außer so ein paar einzelne kleine Buden, wo man was gewinnen kann. Irgendwelche Lose kaufen kann oder irgendwas. Das machen wir aber sowieso nicht, also brauchen wir das auch nicht groß zeigen. Ansonsten, ich glaube, eine Stunde ist hier noch geöffnet. Das müsste jetzt fast 22 Uhr sein. Und ich mache dann Schluss für heute. Wir gucken noch, wo die Jungs sind, sammeln die bald ein, fahren dann wieder zum Campingplatz zurück und haben für morgen auch schon wieder was geplant, was ihr dann im nächsten Video seht. Dann am besten jetzt Abo-Button klicken, Daumen nach oben klicken, oder? Ja. Genau. Und ja, wenn es hier dann doch noch irgendwas zu sehen gibt, dann zeige ich das jetzt noch kurz. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.